Guten Tag und herzlich willkommen zu EU4 mit dem Manu. Moin Moin, Leiflüt. Und mir, dem Tourboss. Aus Mantua. Klingt und dem Manu. Tourboss aus Mantua. Demnächst im Kino. Ab 18. Oh, wir haben einen Kriegsgrund verloren. Okay, egal, gegen Kroatien. Egal. So, ich stoße mal meine Mark von mir, Algerien. Die hat ein 100%iges Freiheitsbestreben. Und ist... Wir haben einen Handelsschutzkrieg gegen Kroatien. Kroatien, du weißt auch nicht, was du willst, ne? Ja, wird von den Osmanen unterstützt, von daher... Da ich nicht so scharf bin auf einen Krieg mit den Osmanen, macht's gut, liebe Mark. Was schön mit euch. Muss jetzt nur noch wiederfinden, wo das ist. Schon beeinflusst, ne? Mark, widerrufen. Ihr habt keine Diplomaten. Verdammt. Okay. Ja, wir können ja den Diplomaten, der versucht, Algerien zu besänftigen, rauskicken. So. Dies kostet uns eine Stabilität? Das kann sein, ja. So. Warte, schlechte Nachrichten. Jetzt sind sie wieder in Wasserfalle. Da. Okay. Mutina hat Luca den Krieg erklärt. Die sind des Wahnsinns. So. Den Römern alias Kirchenstadt schenken wir auch was. Du bist aber gnädig heute. Ja, es ist so Weihnachtszeit, weißt du, dann. Wirtschaft. Ihr könnt keine Provinzen an Untertanen verkaufen. Nee, du musst inzwischen im. Im Datenmenü kannst du ihnen diese geben. Paradox, macht das nicht so kompliziert. Wieso habe ich eigentlich immer noch Algerien? Du hast die Mark widerrufen, aber sie sind immer noch ein Vassal. Ach, come on! Muss ich das jetzt auch noch widerrufen? Boah, ich würde es empfehlen. Hast du das gegen die Osmanen? Oh Gott sei Dank, kostet das nicht nochmal hier Einfluss. So, mach's gut. Algerien, jetzt aber endgültig. Bin ich gespannt. Bekommst du jetzt ein Bündnis mit den Osmanen? Ich? Nee, also nee. Die Algerier. Das kann gut sein. Auf jeden Fall mögen die mich gerade nicht mehr. Oh doch, jetzt mögen sie mich. Haben sie nicht. Sie haben kein Bündnis mit den Osmanen bekommen dadurch. Das heißt, du kannst sie theoretisch in 5 Jahren wieder angreifen. Ja, aber sie sind immer noch Unabhängigkeit unterstützt vom Osmanischen Reich. Nee. Bei mir steht's. Bei mir nicht. Oh. Man muss sie nochmal anklicken, dann geht es auch weg. Sehr schön! Algerien, noch 5 Jahre, bis zur Wiedervereinigung. Feiert schon mal! So. Kirchenstaat. Interaktionen wahrscheinlich. Ne? Nee, doch da. Gebietsanspruch gewähren, vermutlich mal. Nee, die Provinz zu sprechen. Genau. Alter, wie viele Provinzen haben die Anspruch drauf? Halleluja. Du kannst in jede Provinz geben, die du willst. Die sie kornen können. So viel will ich gar nicht.
Würdest du sagen, beide, Umbrien und Siena, oder würdest du sagen, nur eine, sodass ich noch zumindest die Ansprüche auf Florenz mit erheben kann, damit du eine Grenze ab? Boah, das ist eigentlich ziemlich deine Entscheidung. Ach Gott. Ich dachte, du bist der Profi. Eigentlich einer muss mich doch hier durch das Spiel bringen. Also, ich wollte auch nicht übertreiben, ja. Ich meine, was hat es mir bisher gebracht, dass ich besser sein soll? Viel? Achso, ich kann dir nur eine Provinz geben, auf einmal. Ja, aber du kannst es mehrmals nacheinander. Okay. So sei es. Druckerpresse verbreitet sich langsam. Ich glaube, die wollen. Krieg, also die Osmanen und so. Was haben sie jetzt wieder gemacht? Schönen Handelskriegsgrund gegen uns und so. So, Freibeutern sind sie. So, Siena. Tada. Und der Adel verlangt nach Provinzen. Ach Gottchen. Ah. Österreich. Gegen Mainz, Salzburg, Ulm. Ja, okay. Boah. Was? Reichsbefreiung, oh Gottes Willen. Ja, Befreiung des Reiches. Ja, die Österreicher. Ich habe übrigens jetzt einen Spielstand, ich weiß nicht, das kannst du mir garantiert erklären, als England mal begonnen. Und nach 3 Jahren war Burgund auf einmal gänzlich von der Karte verschwunden und es war Österreich. Ich habe nur das Ereignis nicht mitbekommen. Was ist das? Das ist der Tod des burgundischen Königs. Gab es schon immer. Oh. Ja. 3 Jahre später kriege auch ich den mal mit. Das kann passieren, dass Burgund, wenn sie. Das ist halt einfach random. Also bei uns kann es jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Das passiert ziemlich am Anfang. Dass der burgundische König einfach stirbt. Beziehungsweise. Der wäre jetzt schon über 100. Der muss ja schon mal gestorben sein. Ja, ich meine eigentlich durch ein Ereignis. Der König und sein Nachfolger sterben und der Kaiser bekommt das Land. Ich habe auch schon gesehen, dass Böhmen das Land bekommen hat. Beziehungsweise Frankreich bekommt seinen Teil auch noch. Ich rate jetzt mal, ich denke mal, Österreich kriegt das auch alleine hin, oder? Ja. Also, Holland hilft sich ja noch, Savoyen, Pfalz. Ich hätte jetzt keinen Bock da hochzulatschen oder mir die ganzen Genehmigungen dafür zu holen, also von daher. Ja, also bräuchtest du gar nicht. Nur aus Frankreich. Weil Heiliges Römisches Reich. So, du bist sein Verbündet mit Frankreich, Ifu Deibelst. Und du sein Verbündet mit Österreich, Ifu Deibelst. Und du bist mit Frankreich. Ach man, Leute. Konvertierung erfolgreich. Die Heretiker von Fett sind vertrieben. Sehr schön. So muss das sein. So. Du bist mit Mailand. Wolltest du nicht irgendwas mit Mailand machen? Ja, ich wollte noch vieles. Also ich würde auch immer noch, aber ich habe gerade ein paar Probleme. Oh, okay. Also geldtechnisch. Ja, Geld, da sagst du was, ich muss ja noch Kredite hier zurückbezahlen. Ich auch. Ich bin gerade nicht allzu gut am Geld verdienen, für das ich noch zurückzahlen muss. Und dann gibt es noch Rebellen. Ja, dann fangen wir mal an mit da. So, du sein Verbündeter. Oh, wir gar keinen. Mit Level 12 sind wir. 12. Gut, in Spanien. Meinst du, es wäre gerade ein guter Zeitpunkt, Marokko anzugreifen? Ja. Die Kämpfe gegen Fetz, Tunesien und.
das unaussprechlich blaue Clemenzen. Wie spricht man das? Du weißt es doch garantiert. Ich hätte jetzt Clemchen oder Clemzen gesagt, in so etwas. Ja, Gesundheit. Ja, genau. Ich komme nicht aus dem Maghreb. So. Ich muss jetzt auch mal suchen, wo sind eigentlich meine Schiffe? Diese Kriegsgaleere. Nee. Oh, die sind im Amazonas. Da liegen sie doll. Deswegen haben sie gänzlich beschädigt. Also was deine Schiffe sind im Amazonas. Ja, oh Gott. Ich komme die in den Wald. Also ja, Fluss. Ja, im Golf vom Amazonas. Ach so, okay. Na gut, das macht ja Sinn. Hast du deine Truppen in Marachro? Hier ist sehr viel Holz, wir könnten hier eigentlich auch eigentlich, egal. Argonisch. Ne, Argonesisch, okay. Hier leben derzeit 160 Siedler, zur Gründung einer Stadt sind 1000 von Nöten. Na denn. Das dauert. Anstieg plus 0 pro Jahr, das ist ja, hä? Okay. Von Portugal beansprucht. Klicke ich auch das richtige Land an? Ja. Das ist ja durch den, weil du katholisch bist und Portugal katholisch ist und es auf dem gleichen Gelände ist. Okay, aber es kommen sie dann zu, eben sind 15 dazugekommen. Ja, weil du eine 21% Chance dafür hast. Natürlich, toll. Wo liegt das? Basis. Basis wäre Koloniestufe. Okay. Gut, du hast ja auch die beste Provinz ausgesucht, die du da kolonisieren könntest. Ein Sumpfland mit einer Entwicklung von 1:1:1. Ja, ich wollte keinen zu nahe rücken. Eins nach rechts ist ja schon wieder Richtung, keine Ahnung, was ist das, in Brasilien? Ja, aber das wird ja eh bald dir gehören. Was, Portugal? Ja, komm. Okay. Also, ich find's gut, dass du meine Pläne schmiedest. Muss ich mich um weniger kümmern. Das hattest du geplant. Oh Gott, ein eingeborenen Aufstand. Oh nein, oh, wir haben schon gewonnen. Okay. Kurze Panik. Sehen Sie, was passiert? Ich habe genau 15 Leute verloren. Die Eingeborenen, glaube ich, 100, 500, irgendwie sowas. Gut, es sind ja auch nur 500 da, die rauskommen können. Heißt das so schön? Unfälle passieren. Banker. Moskau hat Nogai den Krieg erklärt. Heiliger Kriegsgrund. Oh Gott. Was ist Nogai? Wahrscheinlich irgendwas Kleines, Zerfetztes, ne? War das blau oder rechts? Okay. Osmanisch Krim, Moskau. Also, das Osmanen ist ekelhaft, finde ich. Aber okay. Das stimmt. Den werden wir irgendwann stoppen müssen. Mhm. Mit Österreich zusammen oder so. Okay. Das war's schon? Ne, das war vor allem Nürnberg wird gezwungen, Österreich jeden Monat 10% seiner Einnahmen als Kriegsreparation zu zahlen. Dies wird 10 Jahre dauern. Nürnberg wird alle Verträge mit Mainz kündigen. Nürnberg wird 320 Dukaten an Österreich. Und seine Verbündeten zahlen. Aragorn wird 8 von diesem Betrag erhalten. Yay, ich habe Geld gemacht. Bei diesem Kriegsgrund ohne Grund, oh Gott, erleidet Österreich ein Beziehungsmaß von 0 durch aggressive Expansion zwischen Österreich. Bla und blub. Okay, cool. Ja. Menschen sterben für nichts. Du hast 8 Dukaten bekommen. Du hast 8 Dukaten bekommen. Da müsste eigentlich noch so eine Zahl stehen. Es sind 260.000 Menschen innerhalb Europas gestorben. Es wurden 8 Karten an Aragorn bezahlt. Ja, yay! Ja. Das ist definitiv wert.
Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Das ist eine große Entdeckungstour hier heute. Ja, ich auch. Ich habe das Foxebecken entdeckt. Gesundheit. Und Buffin habe ich auch entdeckt. Und Charka, okay. Siku Mute habe ich auch entdeckt. Was will eigentlich... Böhm besetzt Polen. Okay. Boah. Böhmen und Brandenburg besetzen Polen. Hm. Schon vergessen, das BBB-Bündnis. Oh, das ist the Big Bees. Aber es ist jetzt nicht nur noch Brandenburg, Böhmen und England. Ah, Bayern ist irgendwie ausgetreten. Brandenburg ist verbündet mit Bayern und Böhmen, das BBB. Brandenburg, Bayern, Böhmen. Und Böhmen ist verbündet mit Braunschweig und Brandenburg. Unfalls. We have a double BBB. Ja, wir haben irgendwie ein BBBB, aber nur halbwegs. Also haben wir ein BB mit halben Bs. Schön. Bayern hat 24.000 Truppen. Wo ja, haben die das Geld? Weiß ich nicht. Ich weiß echt nicht, wovon die das Geld haben. So. Brandenburg zahlt den 5 Dukaten den Monat. Okay. Was? Okay. Gut zu wissen. So ja, hätte ich auch zählt. Brandenburg, du hast aber teure Bündnispartner. So. So hätte ich auch inzwischen 22.000 Truppen. Ach, ja, meine Reserve ist mittlerweile höher als das Limit der Reserve, das ist auch toll. Na gut, das kann passieren. So, sind die Schiffe jetzt eigentlich mittlerweile repariert? Zip, zip. Dann haben wir hier Turbo, Leute. So, dann machen wir es hier mal so. Kann ich nämlich die Einheiten auf Null stellen. Ach, also der Krieg läuft ja noch immer gegen andere, okay. Naja. Nichts Aaron wichtig. Aaron erhält 18 Dukaten, juhu! Alles so wegen deiner Reich. Österreich! Wegen ist der Krieg überhaupt? Mainz. Ach so, ja, die sind ein bisschen am Untergehen. Eroberung von Lothringen. Naja. Ich finde es so schade, dass ich dem HRR nicht beitreten kann. Zu groß? Ja. Ja. Aber du kannst Kaiser werden, oder? Kann ich? Ja, wieso nicht? Also ich kann nicht, glaube ich, wählen. Ja, ich kann nicht wählen. Okay, warum schlecht. So, jetzt wähle ich dich auch. Oh. Könnt ihr nicht drauf an, wen ich wähle. Ah, die Osmanen. Hedgehogs. Ach ja. Ja, die räumen da rechts ziemlich auf, muss man sagen. Ja, Moskau leider auch. Ich hoffe, die stoßen sich noch gegenseitig gegen den Kopf. Im Prinzip hat Moskau einen ziemlich leichten Weg nach Europa rein. Sie müssten sich nur einmal über Schweden hermachen. Oder Litauen. Ja. Ich meine, Schweden ist mit England verbündet. Und Litauen. Also. Oh. Sie brauchen also nur einen Angreifer. Ich meine, Riga ist kein Hindernis. Moldawien, wo war denn der Kram noch? Ach, da unten. Ach, wie süß. England, Schottland, England macht sowieso nie mit, was auf dem Festland passiert. Na gut, zwischendurch schon. Wenn sie gerade nicht so zu tun haben. Hey, Tunesien! Mann, ich wollte doch da gerade gleich angreifen. Was? Marokko? Ja, ich konnte nicht an, dass Marokko so sehr fehlt. Ja, dann greifst du fett? Nee, besser nicht.
Dann greifst du sie halt. Die sind mit Tunesien. Man ginge auch irgendwie. Ja, nicht nur Tunesien. Auch das schöne blaue Teil ist da auch noch dazu. Unser guter Freund, dessen Namen zu schwer auszusprechen ist. Gesundheit. Genau der. Der Befehlshaber ist gestorben. Sein vor dem Krieg. Ich könnte theoretisch Venedig entlassen. In Brescia. Das ist ja auch interessant. Ich habe nicht aufgepasst. Warum auch immer, warum auch immer. Rebellen. Oh. Mein Trupp ist Österreich möglich. Hilft ja, das ist klar, aber meine Rebellen sind möglicherweise geweibt worden. Was nicht so toll ist. Also, ich mache mehr Geld, aber. Also, eigentlich nicht das Ziel. Oh, was geht denn da für ein Film gerade? Hä? Moment, was? Frankreich. Gegen meinen Vasallen? Ja, Frankreich ist in den Krieg beigetreten. Sie haben sich mit Mainz verbündet. Aber ich denke, es war ein Fehler. Das heißt, wir müssen jetzt mal agieren hier, oder? Ich habe keine Truppen mehr. Also, ich kann nichts machen. Du kannst gerne. Bekommst du vielleicht ich noch. Ich muss. Die Truppen von Frankreich stehen bei mir. Ja, das stimmt, ja. Kassieren sollte eigentlich helfen. Die standen schon jetzt im Krieg nur faul in der Ecke. Stimmt auch wieder. Da. Ich frage mich, weshalb Frankreich sich interveniert hat. Also ich hätte es nicht gemacht, wenn ich Frankreich gewesen wäre. Sag's denen! Die Schiffe da auch. Oh komm, schon gewinnt. Oh Gott. Jo, klar, jetzt kommt Mainz. Das große Mainz. Joa. Noch spannend, so einen Krieg zuzuschauen. Ja. Immerhin, inzwischen mache ich gut Geld. Geschenk von der Provence. Die mögen mich. Salzburg wurde annektiert von Österreich. Der Krieg ist mal vorbei? Nee. Nee, Mainz ist das Kriegsziel.
Ah, meine Schiffe sind tot. Das war dumm. Lol, Frankreich hat 27.000 adlische Rebellen. Gerade Mailand gesagt? Frankreich. Habe ich Mailand gesagt? Ich meine, tut mir leid. Es kann aber sein, dass ich mich einfach geirrt habe. Ich war irgendwie Mailand. Was ist so? Oh, Marokko hat Frieden gemacht. Wow! Ja. Dafür, dass Marokko diese eine kleine Provinz von Fetz haben wollte. Ja. Ja. Das sagt sie. Hier ist immer noch nicht, weshalb die angegriffen haben. Das macht einfach keinen Sinn für mich. Ja, Frankreich schlägt sich gut. Ja. Wir sind übrigens am Folgenende angelangt. Gut, dann pausiere ich. Ich nehme an, Frankreich hat seine Chance gewittert, hier irgendwie das Reich wahrscheinlich zu schwächen, um mal wieder irgendwie expandieren zu können. Ja, ich denke nicht, dass sich das wirklich für sie lohnt. Ich denke, sie werden zu stark geschwächt davon. Auch wenn es sie wahrscheinlich Österreich noch mehr schwächt. Wäre jetzt schön, wenn irgendwie noch England oder Burgund noch ihre Chance wittern würden. Burgund ist Ansbach. Ist in einer unter! Ja. What the heck, wo ist denn Ansbach? Boah, ziemlich groß. Mitte. Das ist Köln. Das ist Mainz. Unter Köln. Ah, da! Okay. Gut, aber Ansbach ist kleiner als Burgund. Ja, das stimmt, aber sie haben nur 91%. 91% Freiheitsbestreben sollte reichen. Gut, und England hat kein Interesse scheinbar. Die haben sie überhaupt einen Kriegsgrund? Ne, sie haben keinen Kriegsgrund. Was wollen sie machen? Sie können sie ja gar nicht angreifen. Ohne Kriegsgrund, wirklich. Leider. Leider, leider. Ja, dann müssen wir nicht wieder ran. Och, Leute. Na gut. Vielleicht greifen die Osmanen Ungarn an. Wenn die sich mit Frankreich verbündet. Aber egal. Boah. Wird nicht passieren. Oh, Brandenburg hat sich so ein bisschen Richtung Polen gekuschelt. Ja. Die machen sich da breit im Norden. Ja, die genießen wahrscheinlich die Ostseebrise, wa? Boah. Der Deutsche Orden ist auch gänzlich weggewandert vom Ursprungsland. Deutscher Orden ist jetzt die neue Hansa. Hansa. Neue Hanse. Hansa. Neue Hansa, genau. Nach dem Motto, die Hanse gibt schon nicht mehr, dann nennen wir es jetzt Hansa. Genau. Wenn sie in die Luft fliegen, ist es die Lufthansa. Ja. In dem Sinne, Freunde, besten Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, euch hat die letzte Folge in diesem Jahr, die es ja jetzt war, gefallen. Feiert schön. Oh. Silvester und so. Was? Oh. Ja, weil du gerade so einen guten Reim gemacht hast. Wenn man es kann, dann kann man es. Ich weiß nicht mal, welcher Reim. Nee, aber geht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Manchmal fließen die Worte einfach so aus meinem Mund. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wie immer, kommentieren, abonnieren und liken. Auch beim lieben Turbos. Link unten in der Videobeschreibung. Und dann gebe ich die letzten Worte dieses Jahr
Antorus. Tschüss. Da kommt ein bisschen mehr. Nee. Ja, was gibt's groß zu sagen? Guckt auf die nächsten Videos im neuen Jahr. Yay! Ich sag tschüss und dann musst du noch was sagen. Jetzt so. Ja.